Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von maxweiliste.de. Mein Name ist Max und in diesem Video möchte ich euch gerne die AVM Fritzbox 7590 AX vorstellen. Ja, die 7590 AX ist der neueste und schnellste und beste DSL-Router von AVM. Kommt im Juni 2021 auf den Markt, beziehungsweise ist seit Juni 2021 in Deutschland erhältlich, zu einer UVP von etwa 270 Euro. Ja, die Hauptneuerung im Vergleich zur 7590 ist ein schnelleres WLAN, auch als AX-Standard oder Wi-Fi 6 bezeichnet. Deswegen auch die Bezeichnung. Es handelt sich eigentlich nicht um einen Nachfolger der 7590 AX, sondern vielmehr um eine Ergänzung. Daher ist wahrscheinlich auch der Name gleich geblieben und ja, eine 7690 ist es noch nicht geworden. Die Fritzbox 7590 AX ist mit der 7590 weitestgehend identisch. Es gibt allerdings neben dem WLAN auch ein paar weitere kleinere Neuerungen. Unter anderem gibt es ein neues Gehäuse mit deutlich mehr Lüftungsschlitze und es gibt ein neues DSL-Modem. Da sich die 7590 AX und die 7590 wirklich sehr ähneln, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nicht nur ein Testvideo, sondern ich zeige in dem Video auch direkt die Unterschiede zwischen der 7590 und der 7590 AX im direkten Vergleich. Denn das wird ja auch die meisten Leute interessieren, die sich hier für die AX-Version interessieren, wie die sich im Vergleich zu 7590 schlägt. Schauen wir uns erstmal den Lieferumfang an. Da findet man natürlich die Fritzbox 7590 in der Verpackung. Außerdem gibt es ein Netzteil. Das erfreut mich sehr, dass es ein neues Netzteil ist im Vergleich zu den vorherigen Generationen, denn das ist deutlich kleiner und kompakter und passt so an viele Steckdosen deutlich besser dran als das größere Netzteil der Vorgängergeneration. Außerdem mit dabei ist ein etwa 4 Meter langes DSL-Anschlusskabel für die Telefondose. Außerdem gibt es ein LAN-Kabel sowie einen Adapter von RJ11 auf TAE, um ein analoges Telefon anzuschließen, denn die Box hat nur einen TAE-Anschluss und wenn man zwei TAE-Telefone hat, analoge, dann kann man die über den Adapter auch anschließen. Außerdem mit dabei ist natürlich eine Schnellstartanleitung, wie man die Fritzbox 7590 AX am schnellsten und am besten einrichtet. Wie schon in der Einleitung erwähnt, hat die Fritzbox 7590 AX ein neues Gehäuse spendiert bekommen im Vergleich zu 7590. Das Gehäuse der AX-Version ist deutlich dicker und es hat viel mehr Lüftungsschlitze. Also sowohl an den Seiten als auch an der Vorderseite und an der Rückseite deutlich mehr Lüftungsschlitze und dadurch dürfte dann auch die Wärmeabfuhr bzw. ja, die Wärmeverteilung deutlich besser sein als noch beim Vorgängermodell. Ich persönlich finde die zusätzlichen Lüftungsschlitze wirklich eine gute Sache, denn ich kann bestätigen, dass die 7590 im Betrieb teilweise doch sehr heiß wurde, zumindest bei mir. Insbesondere jetzt auch bei sehr heißen Außentemperaturen, wenn man es unterm Dach betreibt zum Beispiel. Und da sind zusätzliche Lüftungsschlitze natürlich immer sehr gut. Was mir positiv aufgefallen ist, die Bohrungen für die Wandmontage sind identisch zur 7590. Da kann man also einfach die alte Box abnehmen und die neue direkt an die gleiche Stelle, an die gleichen Bohrungen dran machen. Gar kein Problem. Die Anschlüsse sind zwischen 7590 und 7590 AX identisch. Sie befinden sich auf den Seiten sowie auf der Rückseite. Die WLAN- und Deckantennen sind fest im Gehäuse integriert. Es gibt keine Möglichkeit, eine externe WLAN-Antenne anzuschließen. Ganz gewohnt findet man auf der Front diverse LEDs, die den Betriebsstatus anzeigen. Ja, schauen wir uns die Anschlüsse mal an. Die sind wie gesagt bei 7590 und der AX-Version dann identisch. Es gibt 4 Gigabit LAN-Anschlüsse, RJ45, zusätzlich noch einen WAN-Anschluss, um ein externes Modem anzuschließen, ebenfalls Gigabit RJ45. Dann gibt es natürlich den Anschluss für die DSL-Verbindung, also eine DSL-Buchse. Außerdem gibt es selbstverständlich den Netzteilanschluss und es gibt 2 Anschlüsse für RJ11, also ein analoges Telefon, wobei einer davon auch, wie gesagt, als TAE-Anschluss mit dem entsprechenden Adapter gemacht werden kann. Seitlich gibt es dann zusätzlich noch einen Telefonanschluss Typ TAE. Weiterhin finden wir auf der Rückseite einen USB 3.0-Anschluss und auf der Seite gibt es einen zweiten USB 3.0-Anschluss. Was die Top-Modelle von AVM auszeichnet, ist außerdem natürlich noch der ISDN-Anschluss. Den gibt es sowohl bei der 7590 als auch bei der 7590 AX. Ja, im Vergleich zur 7590 hat die 7590 AX ein neues DSL-Modem von Intel integriert, so zumindest, was man in Foren lesen kann. Ich habe es jetzt nicht aufgeschraubt, konnte es auch nicht auslesen, aber bei mir performt die Box zumindest an einem VDSL 100-Anschluss von der Telekom exakt identisch wie die 7590. Also ich habe hier einen Sync von etwa 109 Megabit im Downlink und etwa 35-40 Megabit im Uplink, das ist eben das Maximum von meiner Leitung
und da sind beide Boxen absolut identisch. Ich habe in Foren gelesen, dass aktuell zumindest noch die AX-Version bei Super Vectoring-Anschlüssen mit bis zu 250 Megabit ein bisschen langsamer synchronisiert. Das ist allerdings nicht so tragisch, würde ich sagen, denn das gab es bei früheren AVM-Boxen auch schon, dass die am Anfang des Lebenszyklus ein bisschen langsamer waren und dann wurde das Modem nochmal optimiert. Da würde ich also nicht allzu viel drauf geben. Testen konnte ich es leider nicht. Bei mir ist leider kein VDSL 250 verfügbar. Das absolute Highlight und der Kaufgrund für die meisten dürfte natürlich die Wi-Fi 6-Funktion sein, beziehungsweise WLAN AX. Die Fritzbox 7590 AX hat also ein 4x4 MIMO Antennenmodul integriert. Theoretisch können hier bis zu 2,4 Gigabit erreicht werden. Das geht über zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder mit 160 MHz Kanalbandbreite und 2x2 MIMO oder mit 80 MHz Kanalbandbreite und 4x4 MIMO. Würde man diese beiden Technologien kombinieren, dann kann die Box sogar 4,8 Gigabit. Rein theoretisch ist das laut AVM auch möglich. Es gibt aber wohl noch keine Endgeräte, die sowohl 4x4 MIMO als auch 160 MHz Kanalbandbreite unterstützen. Ich kann das nur bestätigen, also ich habe hier Geräte, die 160 MHz können und da erreicht man dann eben auch diese 2,5 bzw. 2,4 Gigabit problemlos und auch in einer ordentlichen Reichweite von der Box entfernt, also so 10 Meter und eine Wand dazwischen, kein Problem, ich habe hier trotzdem die 2,4 Gigabit erreicht und das ist schon echt eine tolle Leistung. Zum Vergleich, die Fritzbox 7590 erreicht maximal 1733 Megabit, allerdings in meinem Test erreichte sie nur etwa 1300 Megabit. Das liegt daran, dass zum Beispiel beim MacBook jetzt nur 3x3 MIMO kann. Und die allermeisten Laptops heutzutage, die können sogar nur 2x2 MIMO, sprich 866 Megabit. Und da merkt man dann eben schon mit einem Wi-Fi 6 Endgerät, wie zum Beispiel einem aktuellen Smartphone, diese 2,4 Gigabit im Vergleich dann zu 866 Megabit in der Realität. Da hat man doch mit der AX-Version schon deutliche Vorteile. Ja, die höhere Maximalgeschwindigkeit ist natürlich die eine Sache und sicherlich toll. Auf der anderen Seite können viele Endgeräte diese Maximalgeschwindigkeit gar nicht erreichen, beziehungsweise auch der Internetanschluss oder die Nutzung, die man damit hat, benötigen gar nicht so hohe Maximalgeschwindigkeiten. Viel interessanter war daher im Test, wie sich die Box in einer weiteren Entfernung vom WLAN-Router schlägt. Und da habe ich wirklich positive Nachrichten. An der gleichen Entfernung wie zur 7590 konnte ich hier jeweils die doppelte Geschwindigkeit in etwa erreichen, am gleichen Messstandpunkt. Ich habe hier zum Beispiel mit einem OnePlus 9 Pro gemessen. Das ist ein Wi-Fi 6 Smartphone und da habe ich in einiger Entfernung, etwa 30 Meter, dann die doppelte Geschwindigkeit erreicht und das sind dann statt 50 eben mal 100 Megabit und damit lässt es sich direkt viel besser surfen und streamen und so weiter. Sprich, man hat schon wirklich einen Vorteil mit der Wi-Fi 6 Technik bzw. mit der AX-Version. Kommen wir noch kurz zur Telefonanlage. Die Fritzbox 7590 AX hat, wie auch ihre Vorgängermodelle, natürlich eine komplette Telefonanlage integriert. Das heißt, so Sachen wie eine Faxfunktion oder einen Anrufbeantworter mit ganz vielen Funktionen, ein Telefonbuch oder eben auch die integrierte Deckfunktion sind selbstverständlich wieder dabei. Das Ganze lässt sich auch ganz problemlos über das Webinterface, also das Fritz OS, bedienen. Alles wie gewohnt. Im Grunde nichts Neues im Vergleich auch zu 7590. Gefällt mir sehr gut und ist sicherlich auch eins der Kaufgründe bzw. der Highlights hier von einer Fritzbox und warum man eine Fritzbox kauft und keinen anderen Router. Ja, kommen wir zu einem Testfazit. Die AVM Fritzbox 7590 AX hat mir im Test wirklich gut gefallen. Das schnellere WLAN merkt man mit einem passenden Endgerät wirklich sofort und eigentlich noch fast besser als die hohe Maximalgeschwindigkeit von 2,4 Gigabit ist eigentlich, dass auch am weiter entfernten Punkten noch die doppelten Geschwindigkeiten teilweise erreicht werden im Vergleich zu 7590. Sprich, es lohnt sich wirklich, die paar Euro, es sind 50, 60, maximal 100 Euro Aufpreis zur Standardversion 7590 auszugeben, wenn man das WLAN ein bisschen länger nutzen möchte, wenn man ein aktuelles Endgerät nutzt und wirklich überall die maximale WLAN-Performance haben möchte. Ich persönlich bin davon sehr begeistert. Das Einzige, was ich wirklich kritisiere an der 7590 AX, ist, dass sie keinen 2,5 Gigabit LAN-Port hat. Angesichts des Preises von etwa 270 Euro wäre das schon angemessen gewesen, zumal der Fritz Repeater 6000, das ist der passende Mesh-Repeater für die Fritzbox 7590 AX, einen solchen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss bietet und auch der direkte Konkurrent, der Speedport Smart 4, bietet einen 2,5 Gigabit LAN-Anschluss. Das werden wir dann vermutlich erst bei der nächsten Generation beim echten Nachfolger der 7590 sehen. Ja, lohnt sich ein Kauf der Fritzbox 7590 AX? Ich würde sagen, auf jeden Fall, insbesondere schon wegen dem schnellen und guten WLAN.
Wer jetzt nicht das ultimative WLAN braucht und trotzdem zum Beispiel die ISDN-Funktion noch haben möchte, für den ist die 7590 immer noch eine tolle Sache. Aber zum Beispiel auch wegen dem neuen Gehäuse würde ich durchaus die AX-Version empfehlen. Die weiteren Lüftungsschlitze sind schon wirklich sinnvoll. Falls ihr euch noch für den angesprochenen AVM Fritz Repeater 6000 oder einen Vergleich mit dem Telekom Speedport Smart 4 interessiert, dann schaut mal in den anderen Videos hier auf dem Kanal. Da gibt es entsprechende Vergleichsvideos bzw. ein Testvideo. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen.